Das Jodlerfest wird gerne ausgeschrieben. Und das war das Emmental an der Reihe, für das durchzuführen. Und nachher hatte der Clubkollege und ich das Gefühl gehabt, hey, wenn wir das nicht an uns reissen, haben es auch von unseren Clubkameraden mal gesehen gehabt. Und ich hatte auch das Gefühl gehabt, hey, mal, das machen wir doch wieder. Weil wir es einfach zweimal durchgeführt haben, im 1976 und nachher im 2000. Und nachher haben wir einen Club gefragt, vor Jodelvereinigung Langnau. Da gehören dazu Barrow, Gohl und Hühnerbach. Und wir als Langnauer gehören dort dazu bei Jodelvereinigung. Und nachher, wo alle zugestimmt haben, sind wir da weitergefahren, haben im 18. eine Versammlung gegründet, also ein Jodlerverein für das Bernische Kantonale Jodlerfest, 54. Nachher ist eben der Kaiben Käfer dazwischen gekommen, weil das Fest wäre im 2022 gewesen. Und jetzt haben wir wieder einen Restart gemacht und wieder die OK ergänzt. Die Teile sind abgesprungen vorher, die neue haben wir wieder zugenommen. Und ja, jetzt sind wir einfach gegen den Plan gewesen, wo wir wieder hin dürfen. Und jetzt ist es noch etwas verschoben worden auf das 24, weil es von den Verbänden her andere Feste ohne Vorhersehung waren. Und jetzt sind wir da und jetzt haben wir angefangen und freuen uns wie verrückt drauf. Nach dieser Zeit, die es war mit dieser Pandemie, haben viele Clubs haben nicht mehr üben, nicht mehr trainieren, sage ich jetzt mal, gesanglich. Und die sind auch nicht an die Jodlerfest. Und das letzte Fest war das Zoo, das eidgenössische. Und das vorgängige, das Inns. Und jetzt haben wir bald ein bisschen Angst gehabt, dass nach einem eidgenössischen nicht so viele Leute werden kommen. Ich spreche jetzt hier von den Aktiven. Wir haben budgetiert gehabt von 2700 mit kleiner Hoffnung auf 3000 aktive Teilnehmende. Und jetzt ist über 3'400 aktive Teilnehmende, also sehr positiv überrascht. Das Jodeln und das Jodlerfest ist eine Tradition. Mittlerweile hat es auch wieder recht junge, die das auch gerne haben. Es ist noch ein bisschen Stadt, Land, ist noch ein bisschen Unterschied. Im Land kann man ändern, vielleicht noch ein bisschen motivieren. Für die Jodeln, die Jungen. Es gibt halt sehr ein grosses Angebot nebenbei auch, das heutzutage ist. Nicht mehr ganz so wie vor 20, 30 Jahren. Aber nichtsdestotrotz, es hat eine Tradition. Es ist, ich sage jetzt eigentlich, gang friedlich und gemütlich. Alle sagen einander hier. Und es gehört zu unserer Kultur und das müssen wir einfach beibehalten.